Hallo, willkommen zurück zum Motivated Mac. Mein Name ist Basti Wolter und heute rede ich mit euch über Stiefel. Ich habe euch zwei Stiefel mitgebracht, die im günstigen bis mittleren Preissegment liegen. Zum einen den O'Neill RMX Stiefel, der kostet 199,99 € und der Thor Radial Stiefel für 265 €. Normalerweise sage ich, beim Kopf und bei den Stiefeln sollte man nicht sparen, da geht die Sicherheit vor. Und ich fahre normalerweise Stiefel wie den CD Crossfire 3, den Gerne SG12, bin auch schon Alpine Stars Tech 10 gefahren. Also Stiefel, die mehr als das Doppelte kosten als die zwei Stiefel, die ich euch heute vorstellen möchte. Umso gespannter bin ich, wie die performen. Doch als erstes stelle ich sie euch jetzt mal vor. Der O'Neill RMX Stiefel ist eine völlige Neu- und Eigenentwicklung von O'Neill, made in Italy, und der ist ganz viele Testfahrten durchgegangen und mehrere Entwicklungsschritte, und mit 199,99 € kommt er natürlich mit einem fast unschlagbaren Preis daher. Es gibt ihn in den Größen von 39 bis 49 und in 5 Farben. Schwarz-grau wie diesen hier, dann komplett schwarz, dann weiß-schwarz, also hauptsächlich weiß, dann Schwarz-Orange und Schwarz-Neongelb. Er besitzt einen ergonomisch geformten Fersenbereich und innen drin im Knöchelbereich ist er natürlich gepolstert. Das PU-Fußbett ist austauschbar, ist vorgeformt und hat Anti-Schweiß-Eigenschaften. Man sieht es, ich kann immer noch dran riechen. Er besitzt 4 Schnallen aus Metall, die sind auch alle austauschbar und auch die Strapse sind natürlich einstellbar. Dort, wo es heiß wird, nämlich im Stiefelbereich, besitzt er einen Hitzeschutz aus Mikrofaser und der ist innen noch verstärkt. Im Punkte Sicherheit besitzt er den CE-Standard 13634 und dort das Level 2. Und dieses Level wird normalerweise nur von Stiefeln erreicht, die weitaus teurer sind als der RMX. Und sollte doch auch mal etwas kaputt gehen, gibt es natürlich Ersatzteile. In diesem Fall den Schnallen-Kit, das heißt die Schnallen zusammen mit den Strapsen. Auch der Thor Radial Boot ist eine völlige Neu- und Eigenentwicklung der Amerikaner. Mit 265 € ist er etwas teurer, aber nach wie vor in einem sehr preisattraktiven Segment. Es gibt ihn in 4 Farben, in Weiß, in Schwarz, in Schwarz-Rot und in Neon-Orange, Neon-Gelb. In den Größen 40,5 bis sogar 51. Der Radialboot ist mit einem Gelenk versehen, hier einem Radialgelenk, daher auch sein Name, und das sorgt zum einen für eine hohe Beweglichkeit und zum anderen für einen hohen Schutz. Das Gelenk sorgt dafür, dass man es weder nach oben noch nach unten überstrecken kann mit Anschlägen wie diesem hier oder hier vorne in diesem Bereich. Vorgeformte Teile wie hier dieser Schienbeinschutz und andere Elemente sorgen für einen guten Sitz, und dieser Stiefel besteht hauptsächlich aus synthetischen Materialien. Beim Radialboot werden nur 3 Schnallen eingesetzt, aber auch diese sind natürlich voll verstellbar mit den Strapsen und sollen für einen guten Halt sorgen. Sollte der Radialboot mal kaputt gehen, könnt ihr vieles austauschen. Zum einen diesen Sohleneinsatzbereich, den gibt es sogar auch in allen Stiefelfarben, also nicht nur in Schwarz oder Weiß. Dann gibt es die Schnallen einzeln und natürlich auch die Strapse. So viel zum Aufbau der beiden Stiefel. Beide verfolgen übrigens das gleiche Ziel, nämlich beste Materialien, beste Performance und das zu einem wirklich fairen Preis. Ich bin jetzt über das Jahr hinweg beide Stiefel viel gefahren, sowohl beim Enduro als auch beim Motocross. Und um es schon mal vorwegzunehmen, beide Stiefel haben mich sehr positiv überrascht und überzeugt. Der O'Neill RMX-Stiefel ist ein Ticken höher als der Thor Radial-Stiefel und er hat kaum Einfahrtzeit benötigt. Der Sitz des Fußes im Stiefel ist angenehm und komfortabel. Obwohl er kein Gelenk besitzt, konnte ich mich sehr gut darin bewegen und habe mich sicher gefühlt. Das ist ganz wichtig, gerade auch beim Motocross-Fahren, wenn es mal harte Schläge gibt oder bei harten Landungen, habe ich mich nicht unsicher im Sprunggelenk gefühlt. Und es gab auch keine Schläge auf die Fußsohle bei harten Landungen. Das ist sehr, sehr gut.
Die Sohle des RMX bietet viel Grip in allen Fahrsituationen und auch die Innenseiten des Stiefels bieten guten Halt am Rahmen und den seitlichen Kunststoffteilen. Die Schnallen lassen sich sehr, sehr gut bedienen, auch schnell einstellen und es gibt hier sogar eine kleine Rasterung, wo dann die Metallschnalle einhakt sozusagen, sich sozusagen nicht von alleine öffnen kann und man kann den Winkel dieses sozusagen Rasterungssystems auch individuell einstellen, so dass es wirklich perfekt an den eigenen Fuß angepasst ist. Das einzige kleine Manko des RMX ist, dass es die Sohle nicht als Ersatzteil gibt. Das heißt, wenn die Stiefel durch sind, muss man sich neue kaufen, aber beim Preis von 199,99 € sollte sich das verkraften lassen. Der Thor-Radialstiefel besteht aus deutlich mehr Kunststoff als der O'Neill-Stiefel und er besitzt ein Gelenk. Gerade auch dadurch hat er auch extrem wenig Einfahrzeit benötigt. Auch hier habe ich mich nach wenigen Minuten sehr wohl gefühlt. Der Sitz im Stiefel ist auch angenehm und komfortabel und gerade hier im Sprunggelenksbereich fühlt man sich fest gebettet. Das heißt, das vermittelt ein sehr, sehr sicheres Gefühl und ich bin mir sicher, wenn man hier mit der Fußsohle hängen bleibt und wenn sich das Sprunggelenk verdrehen sollte, ist es sehr gut geschützt. Natürlich, die Energie muss woanders hingehen, aber wir reden hier ja über die Stiefel. Auch die Sohle des Thor-Radialstiefels bietet guten Grip und hier sind ebenfalls die Innenseiten sehr griffig. Also auch dieser Stiefel bietet viel Halt an den Seiten des Motorrades. Die Schnallen machen einen sehr guten Eindruck. Hier ist der Metall, der Rest ist Kunststoff. Die Ratschen lassen sich gut einstellen und obwohl der Stiefel mit nur 3 Schnallen versehen ist, hatte ich niemals den Eindruck, dass mir eine Schnalle fehlt. Ich hatte immer guten Halt in dem Stiefel. Top ist, dass sowohl diesen Sohleneinsatz als Ersatzteil gibt, als auch die Schnallen einzeln, als auch die Strapse und das ist doch sehr, sehr gut. Das heißt, eine lange Lebensdauer oder viel Freude mit dem Stiefel ist vorprogrammiert. Das einzig kleine Manko bei dem Thor-Stiefel ist kein wirkliches Manko. Ich habe Schuhgröße 43 und mir ist aufgefallen, dass die Stiefel relativ knapp ausfallen. Am rechten Fuß hatte ich kein Problem. Mein linker Fuß ist anscheinend ein bisschen größer. Da hat der Zeh vorne ein bisschen angestoßen. Das heißt, wenn ihr zwischen 2 Größen hängt normalerweise bei den Stiefeln, wählt lieber die größere. Als Fazit lässt sich sagen, ich habe mich in beiden Stiefeln gut und wohl gefühlt und in dem Preissegment hätte ich vor allem nicht so ein sicheres Fahrgefühl auch in harten Fahrsituationen erwartet. Und man kann sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich verdammt gut. Die Unterschiede zu den hochpreisigen Stiefeln bestehen vor allem in einer dort genähten Sohle im Vergleich zu den geklebten Sohlen bei den hier vorgestellten Stiefeln. Vielleicht noch höherwertigeren Materialien und eventuell hier und da einem herausnehmbaren Innenstiefel. Ob man sich für den O'Neill-Stiefel in seiner klassischen Bauweise oder für den Thor-Stiefel mit seinem Gelenk entscheidet, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann auf jeden Fall beide Stiefel empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. Ich beantworte die wieder. Die Links zu den beiden Stiefeln findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch den Daumen hoch, erzählt es weiter, teilt die Videos auf euren Social-Media-Kanälen oder abonniert auch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ride motivated und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss! Buh.